Aber besser als gar nichts. Hast du so was zu sagen? Hallo Freunde, seid willkommen. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Versucht nur nicht, die Einheimischen gegen euch aufzubringen, in Ordnung? Das sind ohnehin schon schlimme Zeiten genug. Und das Letzte, was Leute brauchen, ist noch mehr Ärger, als sie ohnehin schon haben. Was kann ich für euch tun? Du hast auch nur trinken und schlafen? Ich brauche einen Schluck. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Okay, wieder ein Zwerg. Gurke. Ja, jetzt weiß es bald jeder. Alle zeigen mit dem Finger auf mich. Der alte Gurke hat sich im Mantelwald von einer Bande armseliger Tassli dem Umhang vor Leib stehen lassen. Ja, ich kann es schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer einen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihm seine eigene Leber zum Abendessen. Ich mag den Typen. Und jetzt geht weiter, damit die anderen in der Schlange auch mal lachen können. Wir haben gar nichts gesagt. Gurke, einem heruntergekommenen alten Zwerg im Berghorst, wurde sein angeblich berühmter Umhang von einer Gruppe Tassli im Mantelwald gestohlen. Nach unserer kurzen Begegnung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um seine schlechte Laune aufzuheitern. Ja, Talis, das heißt eben Menschengut. Klar, holt eure Freunde, holt eure Verwandten. Verflucht, ich sollte anfangen, für euer Gegaffe Geld zu verlangen. So, ich vermisse hier aber allerdings noch jemanden. Der müsste doch auch noch hier irgendwo sein. Ach, da ist er ja. Nämlich dieser Herr hier. Björnin. Genau, der Herr in Grün mit der Rüstung. Der sieht auch noch so aus, als ob er was zu sagen hat. Die haben es mir ganz schön gegeben, diese Halbucker. Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von hier zusammen. Wenn ihr für etwas Gerechtigkeit sorgen würdet, das würde meinem Stolz gut tun. Südwestliche Berge. Björnin, ein Paladin, der sich zurzeit im Berghorst von seinen Wunden holt, hat mich gebeten, eine Bande von Alkoholbauern zu vertreiben. Seinen Berichten nach sollen sie sich in den Bergen, die südöstlich bis südwestlich der Stadt liegen, verschanzt haben. Das wären eigentlich diese Gebiete hier. Wir haben schon gegen Halboger gekämpft. Ja. Aber wohl nicht gegen die er meint. Ich diene der flammenden Faust. Und du dienst der flammenden Faust nur. Ich diene der flammenden Faust. Genau wie du. Gut, dann gucken wir mal hier hoch. Gut. Hier sieht es relativ klein aus. Hey du. Er ist immer noch da unten. Wen meint ihr? Dieser Björnin. Ich fühle, wie er mich anstarrt. Er ist ein Paladin, wisst ihr. Die sind nicht richtig im Kopf. Naja gut, Talisa ist kein Paladin, aber meistens habe ich bis jetzt im Baldur's Gate hauptsächlich Paladine gespielt. Da fühle ich mich doch ein bisschen beleidigt. Die sehen einen nur an und man ist abgestempelt. Da haben sie doch gar kein Recht dazu. Warum, was habt ihr getan, dass euch so anstarrt? Was? Nichts, gar nichts. Sie sehen einen nur an und dann weiß man schon, dass sie einen am liebsten bestrafen wird. Ich kann sie nicht sein. Sie sind schlimmer als die Wachen. Hat er euch irgendwie bedroht? Ja, nein. Aber ich weiß, dass er nach mir sucht. Warum sollte er denn sonst hier unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht und mit den Einheimischen plaudert. Aber ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also ich bleibe jedenfalls so lange hier oben, bis er weg ist. Warum kommt er dann nicht einfach und holt euch, wenn ihm so viel an euch liegt? Also damit macht man es sich doch zu leicht, oder? Nein, er will, dass ich hier oben sitze und mich frage, ob er wohl weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben sitze. Und weiß, dass er weiß... Ich weiß es einfach. Habt ihr mit jemandem darüber gesprochen? Ihr seht erregt aus. Laut neuesten Erkenntnissen ist ein Käfig voller Affen nicht nur
halb so lustig wie bisher behauptet, sondern auch einfach grässlich. Was? Okay, auf Wiedersehen. Ja? Lass mich in Ruhe, Quäkweist, heute kaufe ich nichts von dir. So, und da ist dann noch das andere Zimmer. Wer ist hier? Hier schläft nur jemand. Und hier scheint es auch nichts Interessantes zu geben. Den da möchten wir nicht ausplündern, auch wenn er ein Irrer ist. So, dann können wir auf der anderen Seite die Treppe nach unten nehmen. Beinahe unter meiner Würde. Denn das ist hier noch nicht alles. Hier gibt es nämlich nochmal eine Treppe. Und ja, das Wirtshaus... starkes Rögenbier. Und ja, das Wirtshaus ist wirklich so groß, dass es zweigeteilt ist. Nichts leichter als das. So, sind das hier die Privaträume? Ich glaube, da will sich Timo einmal umschauen. Gut. Du bist ja ein Kuh, denn ich verschwinde jetzt. Ja, Emuel will sich da oben mal umgucken. Was wollt ihr? Ganz klar heimlich. Ich hab genug davon. Wir sind ja aus... Talisa ist ja aus Versehen oder hingestolpert. Ob wir hier was Interessantes finden. Sieht aber fast nicht danach aus. Das hier ist entweder die Luxus-Suite oder das Zimmer des Wirts. Was es eigentlich ganz ein bisschen komisch macht. Übrigens ist euch schon mal aufgefallen, in Baldur's Gate haben die Wirte teilweise keine Zimmer, eigenen Zimmer. Die haben nur Gästezimmer. Ja, nichts leichter als das. Oh. Nee, bevor wir gehen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. War noch was. Nämlich eine Runde schlafen. Bei mir ist das Bier billig. So, das Kurier Talisas Rausch. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Bastardschwert plus 1 für Khalid. Das ist nämlich doch ein bisschen besser. 2W4 plus 1 gegen 1W8 plus 1. Ja, ein bisschen. Den Zauberstab. Das ist einfach ein magischer Geschossstab. Und die Schuhe. Stiefel der List. Leises Flüstern. In früheren Zeiten war ein König namens Rigerd für seine ausgezeichneten Spione bekannt. Diese beherrschten ihr Handwerk so gut, dass sie ihnen auch nicht der kleinste Winkel verborgen blieb und der König über Pläne ganzer Burgen und Städte verfügte. Nach Verrat aus den eigenen Reihen wurden den Spionen ihre Werkzeuge abgenommen und in alle Winde verstreut, damit keine solche Gruppe mehr gebildet werden konnte. Listbonus 35%. Also perfekt für Imoen, damit sie sich in den Schatten verstecken kann. So. Was? So, Düna hier. Mal wieder magische Geschosse. Auch wenn wir noch ein bisschen was zum Identifizieren hätten hier. Nämlich Pfeile und zwei solche Ringe. So, aber nichts leichter als das. Wir haben Tag. Das heißt, wir können bei Donnerhammer Schmiede vorbeischauen. So, und wie dann weiter? Das sollten unsere Helden danach mal planen. Hier einen Kreis bilden. Genau. Nichts leichter als das. Womit kann ich dienen? Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Er hat nämlich ein paar schicke Sachen neben dem Streitkolben hier. Das ist übrigens eine stumpfe Waffe, also perfekt für Talisa, wenn sie zum Kleriker wird. Kurzbogen plus 1 wäre nicht schlecht. Du hast nämlich immer noch einen normalen Bogen, oder? Jupp. Ja, gut. Nur ein klitzekleines bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr wollt. Also den Kurzbogen plus 1 hätte ich gerne. Dolch plus 1 nicht wirklich.
Wurfpfeile sind auch nicht so toll. Die Schleuder plus 1 hätte ich gerne. Die Stabschleuder plus 1 wäre auch nicht schlecht. Langschwert, Kurzschwert, nö. Toll ist ja auch die Windenarmbrust. Wo ist sie denn? Oh, ist sie weiter unten? Kettenhemd, Schienenpanzer. Oder hast du das Tolle? Der Feldharnisch, genau. Genau, die Schnellschussarmbrust. Das hier ist eigentlich das Wertvollste, was ich gerne hätte von dir. Nämlich die Schattenrüstung. Bei der Schattenrüstung handelt es sich um ein beschlagenes Lederwams, das speziell für die Schattenmeister vom Arm hergestellt wurde. Die Schattenmeister nehmen innerhalb der Hierarchie der Schattendiebe den höchsten Rang ein. Die Schattenrüstung ist ein beschlagener Lederwams plus 3, mit dessen Hilfe man mit den Schatten verschmelzen kann. Der ist nämlich für Imoen ideal. Und das ist die Schnellschussarmbrust. Die Armeesense. Diese und viele andere Waffen wurden von einem nur kurze Zeit während den Außenposten der Menschen im gefrorenen Wald aus den Ruinen einer alten Siedlung tief im Inneren dieses kalten Landes ausgegraben. Nur einem kurzen Zeit während den Außenposten. Ohne hier die Namen ihrer ausgestorbenen Wohltäter zu erfahren, rodeten die Kolonisten mit diesen Werkzeugen große Gebiete für sich selbst. Was sich am Ende jedoch als sinnlos herausstellen sollte. Besiegt von einer Übermacht der Hobgoblins gestellt, gesellten sich diese glücklosen Seelen in ihrer Namenlosigkeit zu ihren längst vergessenen Vorgängern. Geschoss plus 1, ETV plus 1, 3 Angriffe pro Runde, was verdammt schnell ist, und kann theoretisch von Imoen benutzt werden. Jo. Aber im Augenblick sind wir eher an der Schattenrüstung interessiert, auch wenn das fast unser ganzes Geld jetzt gefressen hat. Siehst du mal die Schattenrüstung an und kriegst dadurch Rüstungsklasse 0. So. Du kriegst diese Stabschleuder. Die legst du mal auf den Boden. Außerdem kriegst du das hier. Das kann verkauft werden. So. Machen wir uns wieder etwas Geld, indem wir das Zeug, was wir nicht mehr brauchen, verkaufen. Nichts leichter als das. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Okay, die Schleuder ist nichts wert, aber der Lederwams wenigstens etwas. Haben wir wieder fast 900 Gold, was wir auch brauchen werden. So, das nächste, was ich gerne hätte, wäre der Feldharnisch. Aber okay. Nichts das soll erstmal reichen. Gut. Nun, wie gesagt, wir bilden jetzt mal einen Kreis. Ja, gut. Ich tue mein Bestes. So. Bilden wir einen Kreis. Ihr habt für die Gruppe. Und diskutieren mal, wie wir jetzt weitermachen sollen. Wir haben noch Gebiete hier inlands. Also erstmal können wir in die Richtung gucken, was da noch ist. Wir könnten das Gebiet hier noch aufdecken. Also fertig aufdecken. Hier in dem Gebiet im Schafsheimwald ist das Räuberlager. Da wollen wir aber noch lange nicht hin. Tarzog dürfte noch nicht so sehr mit uns rechnen. Jetzt da Tranzig vor allem tot ist, dürften seine Connections hier seine Verbindungen hier im Süden stark gelitten haben. Ich würde mal fast schon sagen, wir erkunden hier das Inland. Hier diesen Bereich. Und dann die Küste hoch. Und dann alles, was hier in dem Bereich ist. Ich denke mal, entweder hier oder hier dürfte sich auch Hauptmann Brage von Naschkel aufhalten. Also ja, ich würde sagen, in dieses Gebiet gehen wir als nächstes.
Was wollt nichts leichter als das? Verlassen wir erstmal Berikost nach Osten. Da haben wir nämlich noch gar nicht lang geguckt. Genau, dort sehen wir den Tempel. Der ist nicht weit weg. Aber trotzdem, da wollen wir jetzt nicht hin, sondern hier hin. Gut. Nichts leichter als das. Hier wäre schon mal eine Straße.